Cooler Song, coole Stimme, cooler Typ. Calvin Jones ist heute Morgen bei uns und wir erfahren ein bisschen mehr über sein modernes Märchen. Der hat viele, viele Songs geschrieben und dann hat ein Freund von ihm vor einem Jahr etwa einen Song ins Netz gestellt und ab ging die wilde Fahrt, mehrfach angeklickt und das millionenfach. Und ja, jetzt kommt sein Debütalbum raus. Er wird unter anderem live in der Stunde den Song bei uns singen, gleich auch quatschen. Can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. Calvin Jones ist 20 Jahre alt, geboren in Simbabwe, wohnhaft in London. In my mind I call you home. Über 100 Songs hat er geschrieben, doch erst bei Call You Home war er richtig zufrieden. But can I call you home? Der Song wurde über 1 Million Mal geklickt in den ersten 24 Stunden. Sein Debütalbum Stop the Moment, aufgenommen extra in Berlin, weil er die deutsche Art so mag. Ehrlichkeit. Jetzt ist er bei uns, Calvin Jones. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Good morning, thank you. Hi. Dankeschön, hi. Diesen Song, der Freund stellt ihn einfach ins Internet. Und dann wird er gleich 1 Million Mal geklickt. Was passiert da im Kopf? Denk mal, was geht denn jetzt ab? It's kind of difficult to react. Das ist sehr schwierig, auf sowas zu reagieren, wenn man sowas erlebt. Das ist so, als würde man das im Lotto gewinnen, als hätte man gar kein Ticket gekauft. Das ist total irre. Und ich kann es immer noch nicht richtig begreifen, ganz ehrlich. Und was haben Sie gemacht, als Sie gesehen haben, als Sie die 1 Million gesehen haben da? Ich habe meine Eltern angerufen und ich habe meinem Vater und meiner Mutter dann auch eine SMS geschickt. Und ich habe gesagt, ich bin jetzt viral geworden und das sind ganz, brauchst du irgendwie was? Brauchst du Arznei oder so? Von wegen Virus und so? Brauchst du Tabletten? Ich habe das nicht ganz verstanden. Wollte ich gerade sagen, ist doch eine ganz andere Generation. Dann sagt man irgendwie, Mama, ich habe 1 Million Klicks. Und dann sagt die, na und jetzt, oder? Also ich meine, das ist wirklich verrückt. Exactly. It's just, ganz genau. It's a different, entirely das ist eine völlig anders bei denen, die verstehen das nicht richtig. Als das Lied im Fernsehen gespielt wurde, haben die erstmal verstanden, was da abgegangen ist. Das Internet ist ja das Internet für die. Und die im Fernsehen, da sind die mit groß geworden, die kennen das. Jetzt haben Sie das Debütalbum, das in diesen Tagen jetzt rausgekommen ist, was wir hier haben, in Deutschland aufgenommen, in Berlin. Warum haben Sie gesagt, ich gehe nach Berlin und mache da... Nehmt da das auf im Studio. Ich meine, Sie wohnen in London. Für uns Deutsche ist London... Ich gehe nach London. Ne? Das große Mekka und alle würden sagen, yeah, wir gehen nach London. No, I understand. It's like, verstehe ich schon. It was kind of for that reason, aus diesem Grund bin ich ja nach Berlin gegangen. Wenn man aus Deutschland kommt oder aus Berlin, dann geht man nach London, weil man ja nicht zu Hause sein will. Man will ja was Besonderes machen, klar. Wenn ich in London geblieben wäre, dann wäre das einfach zu Hause gewesen. Habe ich gedacht, ah, ich kenne die Geschäfte hier und da sind meine Freunde. Und in Berlin ist alles total irre, alles besonders. Man kriegt eine schöne Inspiration. Und da sind total viele Hipster und sehr cool. Und dadurch kommt natürlich ein cooles Album rum. Und was ist von Berlin sozusagen im Album gelandet? Kann man das irgendwo wiedererkennen? Yeah, there's a ton of Berlin in the album. Da ist ziemlich viel Berlin auf dem Album drauf, klar. Dass ich Angst habe zum Beispiel, das ist auch vorgekommen. Ich war tagsüber im Studio und dann abends bin ich mit dem Skateboard durch Berlin gefahren und habe mich dann verirrt. Und am nächsten Tag war ich wieder im Studio und ich hatte immer noch irgendwie dieses Gefühl, dass ich mich verirrt hatte im Kopf. Und ich hatte irgendwelche Entscheidungen getroffen, die ein bisschen irre waren. Und ich glaube, das steckt auf dem Album. Das hätte ich anders nirgendwo hinbekommen. Ganz besonders ist auch Ihr Video, was wir eben gerade schon gesehen haben, in dem Vorsetzer. Sie haben vor ein paar Stunden erst erfahren, dass es für einen Award nominiert ist. Yeah, yeah, exactly. It's pretty crazy. Genau, das ist total irre, stimmt. I mean, crazy is the best word. They gave me like irre ist genau das richtige Wort. Ich hatte so ein paar Ideen bekommen für ein Video und die meisten waren so ganz normal. Irgendwie ein Junge trifft ein Mädel, küsst sie. Ist ja schon sehr cool, aber naja, das kennt man ja. Aber diese Idee kommt von Joe Connor. Ja, gefällt dir, ne? Ich wusste es. Ein Fernseher im Weltraum. Da habe ich gedacht, ah, super Idee.
Entweder ist das richtig toll oder ganz furchtbar. Also es kann ganz gut laufen oder wir verschwenden damit viel Geld. Aber das war eine gute Idee und bis jetzt sieht es auch ganz gut aus. Cool. Also für den Award nominiert, der Mama musste das selbst wieder erklären, was das bedeutet. Das nächste verrückte Ding in deinem Leben. Ja, ganz genau. Ich habe ja hier auch ihr den Fernseher dann hingestellt und habe ihr gesagt, oh, nee, das ist im Weltraum. Dann hat sie gesagt, was machst du denn da im Weltraum? Verstehe ich nicht. Heute bist du ganz normal im Fernsehen. Das versteht auch die Mama und gleich bei uns live auf der Bühne freuen wir uns sehr. Kevin Jones, ein cooler Typ. Er ist 20 Jahre alt. Unfassbar. Ja, verrückt. Danke für den Besuch heute Morgen. Vielen lieben Dank. Und das nur mit der Gitarre. Nachher und jetzt ist ein Mann an der Seite dieser Bühne, der ganz alleine mit sich selbst zufrieden ohne ist. Ohne Gitarre. So ist das. Der Sport mit Peter. Die Caparol Wärmedämmung präsentiert Ihnen den Sport. Und wenn Jürgen Klopp nach Liverpool geht, ja, dann kann auch Kevin Jones nach Berlin, oder? Das meine, so ist es. Recht. Hallo, die Welt ist klein. Ja, was soll's. Bei uns heißt es heute cooler Song, coole Stimme, cooler Typ. Kevin Jones ist bei uns. Der hat viele, viele Songs geschrieben, über 100. Und ein Freund hat vor einem Jahr einen davon ins Netz gestellt. Und dann, modernes Märchen, ab gegen die Luzi, ab gegen die wilde Fahrt, über 1 Million Mal angeklickt. Jetzt gibt's das Debütalbum und diesen coolen Song auch gleich bei uns live auf der Bühne. You'll be mine and I'll be yours. Kevin Jones ist 20 Jahre alt. Geboren in Simbabwe, wohnhaft in London. Über 100 Songs hat er geschrieben, doch erst bei Call You Home war er richtig zufrieden. Der Song wurde über 1 Million Mal geklickt in den ersten 24 Stunden. Sein Debütalbum Stop the Moment, aufgenommen extra in Berlin, weil er die deutsche Art so mag. Ehrlichkeit. Morgen, wir freuen uns sehr, Kevin Jones. Warum Deutschland? Was ist denn an dieser deutschen Art so anders als die britische Art? Germany is just cool, you know? Deutschland ist einfach cool. People tell you what they think. Die Leute sagen einem, was sie denken. Und wenn die sagen, der Auftritt ist nicht so schön, dann ist, in England würden die sagen, das war okay. Aber in Deutschland würden die sagen, ey, das war nichts, war nicht so toll. Aber das gefällt mir, das ist so ehrlich. Okay, aber viele Leute können damit auch nicht so umgehen. Ich kenne etliche Engländer, die zu uns gezogen sind, die sagen, das ist mir zu viel Ehrlichkeit. Ich möchte morgens beim Bäcker nicht direkt irgendwie so paff einen drüber kriegen. Ja, das ist immer der Fall. Man kann es nie einem richtig machen. Ich bin natürlich Englisch, aber technisch gesehen nicht. Meine Mutter hat mir früher immer gesagt, ah, das und das denke ich. Und diese Art habe ich übernommen. Und diese Direktheit finde ich gut. Das ist wie zu Hause. Und viele Menschen auf der Welt, auch in Deutschland, sagen, yeah, dieser Song ist richtig gut. Jetzt in einer ganz speziellen Akustik-MoMA-Version live auf dieser Bühne. Vielen Dank, Kevin. Cool. You got those eyes staring into my soul. Get that smile when I'm giving you my all. You're the brightest side of things, you're the lighter side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But can't I call you home? You'll be mine and I'll be yours. I just wanna let you know. In my mind, I call news that I'll never know. I've had my time in the sun and now I gotta go. You're the brighter side of things, you're the lighter side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. I just wanna let you know. In my mind, I call you home. In my mind, in my mind, in my mind, in my mind. But I can't.
I just wanna let you know. In my mind, I call you home. And how can I call you home? You be mine and I'll be yours. I just wanna let you know. In my mind, I call you home. Oh, now, in my mind, I call you home. Oh, home. In my mind, in my mind, in my mind, oh, now, in my mind, I call you home. Calvin Jones live, eine ganz besondere deutsch-britische Freundschaft hier auf der Morgenmagazin-Bühne. Und wo Sie gesagt haben, Sie mögen die ehrliche deutsche Art, jetzt dürfen Sie ganz ehrlich sein. Welche Eigenheit in Deutschland fanden Sie denn, ich sag mal, ganz besonders lustig? Worüber mussten Sie innerlich so schmunzeln, wenn Sie uns Deutsche erlebt haben? Oh man, the best thing that das I love Beste an like Deutschland ist ja, dass er fast, wie bei der Ehrlichkeit, die ich eben erwähnte, ist, wenn man nicht genau sagen kann, ob Deutschland jetzt einen Witz machen oder nicht. Und dann findet man heraus, dass sie einen Witz gemacht haben. Und dann denkt man, ey, willst du die Klamotten wirklich anziehen? Und so, wie sehen die denn aus? Nee, war nur ein Witz. Ihr macht das wirklich sehr gut. Ihr könnt einen gut veräppeln. Okay, ja gut. Manchmal gehen auch wir zum Lachen im Keller, aber manchmal sind wir auch lustig. Haben wir bei der WM gesehen, auch ein großes Thema jetzt, WM 2006. Bei Peter, der Sport kommt jetzt. Ja, er nickt. Ja, wie auch immer. Bis dann.